Herzlich willkommen hier heute wieder zu den täglichen Handelsanalysen bei Tickmill. Heute zum letzten Mal mit mir, Martin Görsch. Ab morgen wieder mit dem altbekannten Mike Seidel. Dann ist auch wieder alles so wie früher. Ja, heute müsst ihr euch noch mit mir zufrieden geben. So, bevor wir starten, wie immer, kleinen Risikohinweis. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. All die Chancen, die wir hier sehen, stehen eben entsprechenden Risiken gegenüber. Das kann im Extremfall zum Totalverlust führen. Das also bitte immer beachten. Und halt auch ganz wichtig, alles, was ich hier heute zeige, repräsentiert meine persönliche Meinung, ist bitte nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung zu verstehen. Und ersetzt natürlich auch keine Anlageberatung. Ja, ansonsten, weil wir uns heute hier auch insbesondere den DAX anschauen und ein paar Währungen, die auch bei mir auf dem Plan stehen, müsst ihr davon ausgehen, dass ich in einigen der Produkte hier Positionen halte. Zum Beispiel halte ich Long-Positionen im DAX. Und in dem Rest plane ich Positionen aufzubauen. Das bitte mit berücksichtigen. Okay, was steht heute auf dem Programm? Wir haben so einige Zentralbankreden, ja, Mitglieder von Zentralbanken, die hier sprechen. Das haben wir in Australien, in den USA, da hatten wir es schon. Hat auch zu ordentlich Bewegung geführt heute Nacht. Gab große Moves schon in den Indizes. Können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Konsumklima Deutschland ist jetzt auch schon durch. Dann haben wir hier noch Beschäftigungsgrad in der Schweiz. Naja, ist vielleicht ein bisschen für den Schweizer Franken. Ansonsten ist das alles nicht so dramatisch heute. Worauf zu achten ist, 16 Uhr Verbrauchervertrauen und dann haben wir natürlich um 16 Uhr auch noch die Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser. Das ist interessant. Werfen wir auch gleich nochmal kurz einen Blick drauf, warum das interessant ist um 16 Uhr. Und ansonsten haben wir natürlich für die Ölhändler heute Abend wieder um 22:30 Uhr die Rohöllagerbestände. Und um 22:45 Uhr und um 11 Uhr geht es dann rund für alle die, die im neuseeländischen Dollar irgendwelche Positionen haben. Ja. Also CB Verbrauchervertrauen. CB steht für Conference Board. Das sind auch Umfragen, die da gemacht werden unter mehreren tausend Haushalten. Da geht es eben darum, was die Privaten von der Wirtschaft erwarten. Wir haben ja schon gesehen, was ein ISM-Index ist. Das ist eben was Ähnliches, ist aber eher so in Richtung der Wirtschaft. Und warum ist das Verbrauchervertrauen wichtig? Naja, ich habe hier mal die Zahlen vom letzten Monat. Am 29.10. kamen die. Muss man immer ein bisschen aufpassen, gerade so Ende Oktober, Anfang November, da müssen wir immer mit der Zeitverschiebung ein bisschen schauen. Also vor einem Monat kamen die Zahlen nicht um 16 Uhr, sondern kamen um 15 Uhr schon. Und ich habe es hier mal markiert, wo die gekommen sind. Und dann haben wir hier die Anschlussbewegung, die wir im S&P gesehen haben. Also 15 Punkte sauber nach oben durchgezogen, obwohl die Daten vor 4 Wochen etwas schlechter gekommen sind als erwartet. Ja. Schauen wir nochmal auf die Erwartungen von heute. Wir hatten also beim letzten Mal 125,9. Beim letzten Mal sind erwartet worden 128. Und jetzt haben wir als Erwartung für heute einen Wert von 127. Werden wir sehen. Es ist immer schwer abzuschätzen, wie der Markt reagiert auf die Zahlen. Da ist immer viel, viel Interpretation mit bei, wie sich das vielleicht auf zukünftige Zinsentscheidungen auswirken kann und so weiter. Von daher ist es schwer zu sagen, wie die Reaktionen erfolgen. Aber wichtig ist halt zu wissen, wann sie kommen können. Ja, und das ist also heute um 16 Uhr. Könnte das erneut zu größeren Bewegungen führen? CB Verbrauchervertrauen. Ich weiß, dass sich viele gar nicht so sehr damit beschäftigen, aber es ist ein interessanter Wert. Es ist auch ein langfristig interessanter Wert, sich einfach anzugucken, wie momentan da die Ausrichtung ist und wie sich das über die Zeit verändert. Ihr habt sicherlich mitbekommen, wir haben in den letzten Monaten, jetzt in den letzten Wochen ist es ein bisschen zurückgegangen, aber wir haben in den letzten Monaten ganz viel gehört von möglichen Rezessionen, von invertierten Zinskurven. Ja, da war also überall so ein bisschen die Panik, dass selbst die US-Wirtschaft vielleicht jetzt in eine Rezession rutscht. Und da ist dieses Verbrauchervertrauen gar nicht so schlecht, sich das mal langfristig anzuschauen. Ich habe hier mal so einen Chart rausgesucht. Da sind die
die tatsächlichen Rezessionen, die wir hatten in den USA, hier in Grau unterlegt. Ja. Und da sehen wir eigentlich, dass die Startlevel ja immer irgendwo definitiv im Bereich lagen, wo das Verbrauchervertrauen schon deutlich nach unten gedreht hat vorher. Ja, hier sind wir von den Hochs runtergekommen, hier sind wir von den Hochs runtergekommen, hier. Und beim letzten Mal in der großen Lehman-Krise sind wir auch hier von den Hochs runtergekommen, bevor wir tatsächlich in eine Rezession gelaufen sind. Sollte unter irgendwelchen Umständen hier doch noch die Rezessionsgeschichte interessant werden für die USA, dann würde ich auch hier wieder erwarten, dass wir zumindest erstmal hier einen deutlichen Rückgang im Verbrauchervertrauen sehen, bevor so etwas passiert. Von daher ist es schon sinnvoll, auch einfach mal einen Blick zu werfen auf das, was es an Zahlen so gibt, sich mit diesen Zahlen, überwiegend die, die vielleicht im Kalender immer mit zwei, mindestens zwei oder besser drei so Stierköpfen markiert sind, sich mal ein bisschen genauer anzuschauen und vielleicht auch mal ein bisschen auf die Historie zu sehen, um zu versuchen, sich da noch irgendwelche Vorteile rauszuziehen, auch für eine mittelfristige oder langfristige Erwartung der Marktrichtung. Ja. Hier sehen wir einfach, dass momentan noch alles im grünen Bereich ist. Ja, hier ist alles in Ordnung. Wir befinden uns hier oben in so einer kleinen Seitwärtsphase. Ja, selbst wenn wir heute noch mal ein bisschen schlechtere Werte sehen, das ist alles nicht weiter tragisch. Na, solange wir uns immer hier in diesen Top-Bereichen befunden haben, ist nichts Wildes passiert. Ja. Und wir sind an einem Extrembereich. Ja, wir sind an einem relativ hohen Verbrauchervertrauen noch immer. Ich würde also nicht erwarten, dass sich die Bewegung jetzt sehr dynamisch hier weiter nach oben fortsetzt und wir vielleicht hier mal in den 150er Bereich kommen oder so. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Aber solange wie wir uns hier oben, sage ich mal, so ganz deutlich über der 120 halten, solange brauchen wir uns, glaube ich, auch für die US-Wirtschaft keine so großen Sorgen machen. Ja, weil es sind am Ende die Privaten, die ja auch hier den Konsum irgendwo anfeuern. Und solange das Vertrauen auf der Seite noch da ist, dürfte soweit alles in Ordnung sein. Okay. So, ich habe mir jetzt hier überall die Fragenfelder geöffnet. Wenn also Fragen sind, dann bitte gerne da rein. Okay. So, schauen wir kurz auf die Charts. Was wollen wir uns heute anschauen? DAX, ja, hier den DE30. Hatte ich ja angekündigt, schon so ein bisschen schriftlich, dass wir uns hier einfach mal anschauen, wie wahrscheinlich neue All-Time-Highs sind, ja, oder wie wahrscheinlich das ist, dass dieses All-Time-High vielleicht nochmal angegriffen wird. Wer sich so ein bisschen mit meinem Handelsansatz schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass ich viel, gerade bei Indizes, viel auf Chartformationen und sowas schaue. Da will ich euch mal so ein bisschen zeigen, was hier in der letzten Zeit so angefallen ist im DAX. Da gehen wir einfach mal nur so auf die letzten 4, 5 Jahre hier im großen Bild. Und da ist im DAX im Moment etwas aktuell schon relativ lange, was so ein bisschen ungewöhnlich ist, zumindest in der Art und Weise der Anhäufung, wie wir es hier haben. So. Und zwar haben wir in der längeren Zeitebene hier ganz, ganz häufig im Moment diese Formation hier gesehen, mit der ich sehr gerne arbeite, normalerweise für Trendwenden. Ja, diese SKS-Formationen hier, die haben wir hier 2015-16 gesehen. Nach der großen Abwärtsbewegung war das hier quasi die Bodenbildungsphase. Dann haben wir hier an der Stelle dann tatsächlich den Ausbruch gehabt und dann hat sich der Trend hier deutlich weiter fortgesetzt. Was ganz Ähnliches haben wir auch noch mal hier gesehen auf der Oberseite. Ja, da hatte ich damals auch deutlich darauf hingewiesen, dass wir diese wichtigen Level im DAX hier ungefähr in dem Bereich haben. Und wenn wir hier nach unten wegbrechen, dass es dann sehr wahrscheinlich ist,
dass wir nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Ja, und zwar typischerweise dann eben entweder die Höhe der Schulter oder die Höhe vom Kopf und dann der Formation. Und wenn wir uns das angucken, dann ist das hier dran gelegt und wir kommen hier tatsächlich unten in diesen Unterstützungsbereich hier rein, in diesen Kaufbereich. Genau das ist hier passiert auf der Unterseite. Das war die, also das erste war diese inverse SKS hier auf dem Wochenchart, die nach oben aufgelöst worden ist, sauber das Kursziel erreicht hat. Jetzt haben wir hier eine SKS gehabt auf der Oberseite, die ist aufgelöst worden, hat ziemlich sauber hier auch das Kursziel erreicht. Dann hatten wir in der kleineren Zeitebene, ja, das Ganze hier nochmal auch wieder als inverse SKS. Ja. Auch das ist hier aufgelöst worden. Auch die hat ihr Kursziel erreicht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze eben mal so ein bisschen im großen Bild an, wie das im Moment hier aussieht. So, ich nehme diese Elemente hier nochmal raus. Und jetzt haben wir hier die große. So, ich mache es nochmal ein bisschen deutlicher. Das hier ist die Schulter. Ja, so sieht das jetzt quasi im großen Bild aus. Das ist natürlich eine dynamische Geschichte, ja, die hier über mehrere Jahre läuft. Die Kursziele hiervon, die möchte ich gar nicht unbedingt bestimmen, weil das für den Moment noch absolut unrealistisch aussieht. Wir können das Ganze aber auch in eine kleinere Zeitebene noch bringen und können uns das hier in dem Bereich nochmal anschauen, nämlich die kleine Zwischenkonstruktion, die wir hier drin haben. Ja, das ist diese hier. Und da können wir uns das Ganze jetzt durchaus mal anschauen und dann kriegen wir ein gutes Gefühl, wo das Ganze hier hingehen könnte. Na, wir sind hier ausgebrochen. Dann nehmen wir uns jetzt hier einfach die Höhe. Na, das muss ich hier mal die Markierung wegnehmen. So. Und dann nehmen wir uns jetzt hier die Höhe der Formation und legen diese Höhe an den Ausbruch dran. Ja, und dann kommen wir nämlich hier zu unserem möglichen Kursziel. Und das liegt ziemlich genau bei 13.660 Punkten. Ja, und wenn wir uns anschauen, wo das All-Time-High ist, ja, da liegen wir hier bei 13.600 knapp. Und wir kriegen jetzt aus dieser letzten Formation, aus dieser letzten SKS-Formation, die hier entstanden ist, kriegen wir oben das Kursziel so um 13.660 bis 13.700. Ja, und das wäre auch die Bewegung, die ich hier noch erwarten würde, die mich also nicht überraschen würde, wenn wir hier aus der kleinen Konsolidierung, die jetzt hier den dritten Tag läuft, aus dieser kleinen Konsolidierung hier kurz nach oben rausgehen, einmal schnell das All-Time-High hier rausnehmen und dann vielleicht im Bereich 13.700 da wieder auf deutlicheren Widerstand treffen und dann erstmal korrigieren. Ja, also ich benutze das einfach immer nur, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, bis wohin könnte das Ganze noch laufen. Ja, einfach um in der Lage zu sein, auch in diese schon sehr weit gelaufenen Trends immer noch mal wieder in die Trendrichtung reinzugehen. Na, und dafür schaue ich mir halt einfach an, was haben wir so in der letzten Zeit an Konstellationen gesehen? Wie ist das in der Zeit davor gelaufen? Wie häufig sind die Zielbereiche da erreicht worden? Wie oft hat das Ding vorher schon gedreht? Und gerade wenn wir uns diese ganzen SKS-Formationen, die da entstanden sind, über die letzten Wochen anschauen,
die sind jetzt optisch nicht alle perfekt. Ja, ich finde, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen im charttechnischen Bereich, dass man da nicht zu pedantisch ist und alles zu genau machen will. Dann kommt man irgendwie nie vom Fleck. Aber prinzipiell sieht das Ganze für mich so aus, dass wir über diese kleine Formation, die jetzt hier angefallen ist, erstmal wieder ein deutliches Kursziel haben. Und das ist am Ende auch so, man muss das gar nicht immer unbedingt als SKS betrachten. Ja, wir können das hier genauso gut als Dreieck sehen. Es wird also auch Trader geben, die das vielleicht als Dreieck sehen. Finde ich nicht so schön, weil wir einfach zu wenig Berührungspunkte haben am Dreieck. Aber für so eine SKS ist das im Prinzip schon in Ordnung. Und von daher ist es zumindest bei mir so, solange dieser Trend intakt ist, ja, werde ich trendfolgend unterwegs sein bis in den ersten Zielbereich. Na, wenn ich dann sehe, dass wir ein Retracement kriegen, sich der Trend weiter fortsetzt, dann muss ich eben tatsächlich nochmal auf die größere Formation gehen, nehme mir hier die Schulter, so wie wir es gerade angezeigt haben, hier den Kopf, hier nochmal die Schulter und dann haben wir im Prinzip das hier als Nackenlinie. Ja, das ist dann so ungefähr die Nackenlinie. Das heißt, das Ausbruchslevel ist das gleiche, aber das Ziel liegt deutlich höher. Ja, hier haben wir eine Bewegung von ungefähr 3000 Punkten. Wenn wir die hier ranlegen, dann kommen wir tatsächlich so in den Bereich 15.000 Punkte im DAX. Ja, und da möchte ich im Moment noch gar nicht drüber nachdenken. Das ist auch noch ziemlich weit weg. Das ist auch noch nicht relevant. Im Moment ist für mich erstmal dieser Bereich hier oben relevant und der beantwortet für mich auch die Frage, sollten wir dieses Jahr oder im nächsten Jahr nochmal ein neues All-Time-High sehen? Ich denke schon. Ja, es sieht nicht so unwahrscheinlich aus, dass die ganze Geschichte hier weitergeht. So, das mal soweit zum DAX. Dann hatte ich gesagt, möchte ich euch ein bisschen was zeigen auf dem mexikanischen Peso. Habt ihr ja die letzten Tage hier schon gesehen. Einer der Punkte, die ich immer gerne bei mir mit berücksichtige im Traden, sind eben die Commitments of Traders Positionierung, auch sehr, sehr gerne in den Währungen. Da habe ich gestern Abend mein laufendes Seminar beendet und da waren doch einige Teilnehmer auch arg überrascht, wie gut diese Daten tatsächlich auch im Währungsbereich funktionieren. Da habe ich jetzt hier mal die aktuellen Commitments of Traders Daten vom mexikanischen Peso. Möchte hier auf eine Sache aufmerksam machen, und zwar auf diese sehr, sehr starke Netto-Short-Ausrichtung hier der Dealer Intermediary. Das sind im neuen Report, im sogenannten Traders in Financial Futures Report, sind das quasi die klassischen Commercials, also die klassischen Hedger, die hier unterwegs sind. Und die haben momentan hier eine sehr, sehr extreme Netto-Short-Positionierung. Und wenn wir einmal kurz in der Vergangenheit hier einen Blick werfen, wenn wir auf ähnlich starken Short-Hedging-Leveln waren, was sich da für Bewegungen angeschlossen haben, ja, da sind wir im Prinzip immer hier in diesen Bereichen. Ja, und da sehen wir, dass wir da doch sehr häufig in Level gekommen sind, nach denen hier recht starke Abwärtsbewegungen gefolgt sind. Ja, wir sind hier wohlgemerkt im Wochenchart. Das heißt, das sind Bewegungen, die hier immer danach doch mehrere Wochen eine deutliche Richtung hatten. Jetzt sind wir wieder in diesem Extrembereich hier und die Abwärtsbewegung hat hier auch schon begonnen. Und das sieht alles danach aus, als wenn wir hier vielleicht in den nächsten 2, 3 Wochen auch nochmal eine deutlich weitere Abwärtsbewegung sehen werden. Jetzt muss man allerdings aufpassen. Das, was wir uns hier anschauen, das sind die Commitments of Traders Daten auf den Future, auf den mexikanischen Peso Future. Es gibt diese Daten nur für die Futures. Und jetzt muss man bei den Futures immer wissen, ein Future ist immer gegen den US-Dollar gepreist. Immer. Das heißt, das Währungspaar, was wir uns hier gerade anschauen, ist eigentlich mexikanischer Peso gegen US-Dollar. Wenn ihr das jetzt im Forex-Bereich traden wollt, dann ist die Geschichte genau umgekehrt gepreist, nämlich US-Dollar gegen mexikanischen Peso. Und das bedeutet, wir müssen diese Bewegung eigentlich umdrehen oder diese Extrempositionierung genau andersrum interpretieren. Schauen wir uns das mal an. Im mexikanischen Peso hier, US-Dollar, mexikanischer Peso auf dem Wochenchart.
Ja, und dann sehen wir nämlich, hier geht die Bewegung nicht abwärts, sondern hier geht die aktuelle Bewegung gerade aufwärts. Das heißt, diese extreme Short-Positionierung der Hedger im mexikanischen Peso ist für das Währungspaar US-Dollar, mexikanisch Peso bullisch zu werten. Ja, bullisch zu werten. Ganz, ganz wichtig. Und hier möchte ich jetzt hinweisen auf diese große Chartkonstruktion, die sich hier gerade entwickelt im mexikanischen Peso. Das haben wir über die letzten Jahre häufiger gehabt, dass sich im mexikanischen Peso wirklich über ganz große Zeitebenen solche Dreiecke entwickelt haben. Und die Ausbrüche aus diesen Dreiecken, die waren immer dramatisch und nachhaltig über die letzten 20 Jahre. Und von daher, ich würde jetzt erstmal erwarten, schon alleine aufgrund der Commercial-Positionierung, dass wir wieder die obere Grenze hier anlaufen, dass wir also wieder in diesen oberen Bereich gehen. Ja, wir haben ja hier relativ viele Tests auf der Ober- und Unterseite von diesen Begrenzungen. Und ich würde jetzt erwarten, dass wir hier wieder, Entschuldigung, in diesen Bereich laufen, der oberen Begrenzung. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn der Ausbruch nach oben erfolgen sollte, dass wir dann hier auch tatsächlich wieder eine dynamische Bewegung sehen und zumindest nochmal dieses letzte Hoch hier antesten. Ja. Wir machen das in diesen Dreiecken im Prinzip genauso wie bei einer SKS-Formation. Wir nehmen uns die Höhe der Formation, legen die Höhe der Formation an den Ausbruch dran und kommen damit zum Fernziel, ja, zum Fernziel für diese laufende Bewegung. Das heißt aber nicht, dass ich hier irgendwo so eine Riesenbewegung mitnehmen würde, sondern für mich ist das immer ausschlaggebend zu schauen, in welche Richtung möchte ich momentan traden. Ja, möchte ich dieses Produkt gerade auf der Long-Seite angreifen? Möchte ich das Produkt gerade auf der Short-Seite angreifen oder bin ich lieber flat? Ja, und hier sind wir eben im Moment in der Situation, im großen Bild, wir kommen von diesem starken Unterstützungslevel hier. Das sind mehrere Dinge, die hier zusammenkommen. Es ist zum einen diese Trendlinie hier, die steigende Trendlinie von dem großen Dreieck. Es ist zum anderen hier eine große Supportzone, eine große Kaufzone. Ja, so ungefähr ist die ausgestaltet. Das ist die Kaufzone. Da sind wir hier im Wochenchart reingekommen und sehen dann hier auch wieder diese dynamischen Bewegungen aus dem Kaufbereich raus. Wir haben den Vorteil der Extrempositionierung der Hedges, die hier für weiter steigende Kurse spricht im mexikanischen Peso. Und wir haben eben die Konstruktion dieses Dreiecks, wo hier regelmäßig die Amplitude zwischen Widerstand oben und Unterstützung unten hin und her läuft. Und damit haben wir hier ein nächstes realistisches Kursziel vorgegeben. Na, jetzt kann man sich das Ganze nochmal anschauen hier auf dem Tageschart. Und dann werden wir sehen, okay, da haben wir sogar Möglichkeiten, dieses Ding vernünftig anzugreifen für einen Trade. Ja, eventuell zum Beispiel hier in einem Break, ne, wenn wir über dieses Hoch drüber gehen, dann haben wir hier nämlich die erste Sequenz wieder mit klar steigenden Hochs und steigenden Tiefs hier im Anmarsch. Ja, die wäre ab hier wieder absolut intakt. Das heißt, von da an hätten wir auf dem Tageschart auch wieder einen klaren Aufwärtstrend. Und das Ganze würde sich hier auch durch ein Chance-Risiko-Verhältnis, was sich noch vernünftig gestaltet, auch empfehlen. Nämlich, ja, wenn wir hier dieses Einstiegslevel suchen, na, komm her, so, und dann mit dem Stop-Level irgendwo hier unten drunter agieren würden und einen Zielbereich haben, der irgendwo oben hier beim Erreichen dieser Dreiecksbegrenzung liegt, ja, vielleicht so bei 20, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Situation, in der wir mehr verdienen können, als wir hier auf der Unterseite riskieren. Ja, und dieser 20er Bereich hier gefällt mir sehr, sehr gut, weil wir einfach hier oben auch nochmal ein ganz wichtiges Verkaufslevel haben. Ja, das liegt hier. Hatte ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt die letzten Tage, schaut euch immer an, wo dynamische Bewegungen begonnen haben. Ja, und das sind ganz, ganz wichtige Bereiche für euch. Und damit entwickeln sich hier zwei interessante Verkaufsbereiche. Der eine liegt hier so bei 19,80, der andere liegt hier oben so ab 20, knapp über 20. Ja. Das bedeutet aber am Ende nichts anderes, als dass ich eine Bewegung erwarten würde, wenn wir hier rausgehen, dass wir zuerst
in diesen Verkaufsbereich laufen, hier retracen, eine Korrektur sehen und dann erst weitergehen in den nächsten. Das wäre so der mustergültige Verlauf hier vom US-Dollar, mexikanischen Peso in Richtung der Vorteile, die ich hier am Markt im Moment finde. Ja. Also das zum mexikanischen Peso. Dann haben wir hier noch einen dritten Markt, der eine super interessante Konstellation gerade hat hier auf dem Tageschart. Und zwar ist das New Zealand Dollar gegen Swiss Franc, also Neuseeland Dollar, Schweizer Franken. Was können wir hier sehen? Wir haben einen Markt, der aus einem ganz klaren Abwärtstrend kommt, der hier eine sehr deutliche Sequenz hingelegt hat. Wir kommen hier von 0,6940 runter bis auf 0,61, also schon eine wirklich große Bewegung. Und jetzt sind wir hier seit August, September diesen Jahres dabei, wie sowas wie eine Bodenbildung zu versuchen. Ja. Und ich mag diese Bewegung sehr gerne, weil wir hier eine dynamische Bewegung gesehen haben, eine dynamische Aufwärtsbewegung, die an einem ganz wichtigen Level gescheitert ist, nämlich an diesem alten Tief. Ja. Haben wir uns auch die letzten Tage häufiger angeschaut. Trendbewegungen gehen oft nach dem Ausbruch im Retracement zum alten Tief, ja, zu irgendwelchen markanten, wichtigen alten Tiefs. Genau das ist hier passiert. Und dann kam der Swing wieder nach unten. Und wo haben wir gedreht? Ganz markant, ja, hier unten in der Kaufzone. Das hier ist die Kaufzone im Kaufbereich. Wir sind hier in den Kaufbereich eingetaucht, haben hier ein paar Orders abgearbeitet, sind mehrere Tage hin und her gelaufen. Und dann ist hier diese neue Sequenz entstanden. Und die neue Sequenz, die schauen wir uns jetzt nochmal einzeln an. Ja, so, falsches Tool. So, ja, die neue Sequenz ist diese hier. Ja, und die läuft im Moment ganz klar mit einer Trendrichtung Long. Und wir sind jetzt hier wieder an diesem wichtigen Bereich. Und sollten wir dieses Level hier nachhaltig übersteigen, dann ist nach oben hin erstmal nicht mehr viel Widerstand. Dann ist das nächste tatsächliche größere Widerstandslevel oder Ziellevel. Das wäre dann hier dieses kleine Zwischenlow aus dem Spike und aus diesen paar Tiefs hier. Ja, das wäre so das nächste interessante Level. Das heißt, wir haben hier, wenn der Markt sich hier deutlich nach oben absetzen kann, einen Kursbereich, wo wir in einen neuen, frischen Trend reingehen, der anscheinend noch gut Druck hat. Und wo es erstmal nicht viel entgegensteht an Widerständen. Diese Bewegung hier ist sehr dynamisch gelaufen. Wenn die Abwärtsbewegung sehr dynamisch läuft, läuft meistens die Aufwärtsbewegung auch sehr dynamisch. Na, das sehen wir ganz typisch an solchen Bereichen hier. Sehr dynamische Abwärtsbewegung. In der Bewegung hier sind kaum Widerstände entstanden. Nachdem wir das Hoch hier überschritten haben, kam die entsprechende Gegenbewegung auch sehr dynamisch. Ja, hier das Gleiche, dynamisch abwärts, dynamisch aufwärts. Hier sehr dynamisch abwärts, sehr dynamisch wieder aufwärts. Ja, das haben wir ganz, ganz häufig so, dass das Ganze so läuft. Dynamisch abwärts, dynamisch aufwärts. Ja, hier das Gleiche, kräftig nach oben und genauso kräftig wieder nach unten. Und jetzt haben wir diesen ganzen Move hier, der offen ist noch. Nehmen wir nur diesen einen rein. Diesen einen Move hier, der noch offen ist. Viel Momentum, ohne große Korrekturen ist diese ganze Bewegung gelaufen. Erwarte ich einfach, wenn wir hier nach oben rübergehen, dass die Bewegung in die Aufwärtsrichtung höchstwahrscheinlich auch recht dynamisch läuft, zumindest dynamischer als dieser Anstieg hier. Ja, und von daher ist das auch gerade eine ganz schöne Situation hier im New Zealand Dollar. Swiss Franc kann man, wenn man möchte, jetzt versuchen, auf die kleine Zeitebene runterzubrechen, hier im Stundenchart. Da sind wir nämlich gerade an einem interessanten Level. Das wären dann hier erstmal diese Ausbrüche zur Oberseite, die dann interessant sind. Dann haben wir auch hier auf dem Stundenchart ein sauberes Stop-Level. Ja, dann der Stundenchart hier ist dann die erste Sequenz, die wieder unterbrochen werden könnte. Ja, das hier ist im Prinzip die laufende Sequenz im Stundenchart. Ja, so sieht das Ganze aus. Und wir sind jetzt gerade bei, hier nach oben durchzugehen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir hier deutlich nach oben durchgehen, dann sollte der Kurs nicht mehr unter dieses Tief gehen, weil dann ist die erste Trendebene schon wieder durch. Dann sind wir nämlich auf dem Stundenchart schon wieder aus dem Aufwärtstrend raus. Und so kann man versuchen, sich von den kleinen Ebenen in die großen Ebenen hochzuarbeiten, und mit kleinen Risiken Trades aufzubauen, die dann eben doch längere Zeit dynamisch laufen können, bei denen wir dann noch gute Chance-Risiko-Verhältnisse erwirtschaften können.
Ja, also das ist so ein bisschen mein Blick heute hier auf die Märkte. Das sind die drei Situationen, die ich euch zeigen wollte. Eine zusätzliche Geschichte noch. Ich möchte euch dazu animieren, vielleicht auch den Blick mal ein bisschen über den Tellerrand zu riskieren und mal von diesen Standardmärkten, wo ich weiß, jeder will die gerne traden. Ja, jeder deutsche Händler tradet gerne den DAX, tradet gerne den Euro-Dollar. Aber es lohnt sich einfach, den Blick immer offen zu halten, auch für andere Situationen, für andere Möglichkeiten. Und ich will euch hier meinen Index vorstellen, das ist der Swiss 20. Das ist also der Index, der Schweizer Index, ja, der Index auf die größten 20 Schweizer Aktien. Und da konnte man hier sehr schön sehen, über den gesamten Bereich Ende 2016 bis 2017 rein, lief das Ganze hier recht unisono mit dem DAX. Da haben wir sogar im DAX teilweise so ein bisschen die größeren Amplituden gehabt. Da war alles in Ordnung. Und dann sind wir im DAX hier 2018 in diesen starken Abwärtstrend gekommen, ja, der wirklich sehr dynamisch gelaufen ist. Und wenn wir uns dagegen dann einfach mal andere europäische Indizes angeschaut haben, dann sehen wir, dass hier zum Beispiel im Swissie die Bewegung, die wir gesehen haben, deutlich geringer ausgefallen ist, die Korrekturen deutlich geringer ausgefallen sind und noch viel wichtiger, dass wir uns hier viel, viel schneller wieder erholt haben. Ja, wir waren hier innerhalb von ganz wenigen Handelswochen wieder über dieses alte Hoch weg und haben hier schon wieder neue Hochs gemacht. Ja, da hat der DAX ewig gebraucht, ja, um überhaupt erstmal wieder an den Bereich zu kommen, ist dann hier wieder abverkauft worden, ja, ist hier nochmal abverkauft worden. Und das haben wir hier im Swissie halt alles nicht mehr gehabt. Also ab diesem Ausbruch ist der Swissie hier deutlich besser gelaufen als der DAX, hat auch mehr Druck gemacht, hat viel schneller hier die neuen Hochs gesehen. Ja, hier waren wir im März, April schon in dem Bereich, wo wir hier in ein neues All-Time-High reingegangen sind. Ne, da war im DAX noch richtig Platz nach oben. Und wenn ihr sowas seht, dann lohnt es einfach mal, vielleicht sich andere Produkte anzuschauen und mal die Swing Trades auf anderen Produkten aufzubauen. Wenn wir uns das angucken, wir sind hier in den letzten Wochen wirklich von Woche zu Woche mehr oder weniger von einem hoch zum nächsten gelaufen im Schweizer Index und das hält an, ja, das Ganze hält weiter an. Wir sind hier immer weiter auf dem Weg nach oben, haben auch hier heute schon wieder richtig Druck gemacht, wenn wir uns das auf dem Tagesschart anschauen. Ja, hier sehen wir, dass die Bewegung von gestern hat hier richtig Vollgas gegeben im DAX. Ne, ist das alles relativ müde? Ja, hier sind wir immer noch nicht. Ich hole mal den Cursor hier rein in das Fadenkreuz. Ja, hier sind wir immer noch nicht über das Hoch vom 19.11. drüber. Ne, da kämpfen wir immer noch. Das Hoch vom 19.11. haben wir hier im Swiss schon längst überschritten und sind hier schon wieder im Bereich neue Hochs. Und das Ganze nennt sich relative Stärke. Der Swiss hat hier eine deutlich größere Stärke als der DAX, also ist im Verhältnis dazu der relativ stärkere Wert. Und dann bin ich auch gerne dabei, meine Long-Positionen vielleicht nicht unbedingt im DAX umzusetzen, sondern das dann in dem relativ stärkeren Produkt zu machen. Ja, das waren natürlich in der letzten Zeit die Amerikaner, die US-Märkte, die haben sich da sehr, sehr gut gemacht für Long Trades auf relative Stärke. Aber wenn man in Europa bleiben möchte irgendwo, dann ist das auch durchaus eine Möglichkeit, da einfach mal einen Blick auf die anderen Indizes zu werfen. Ja, so, das wollte ich euch für heute hier noch mit auf den Weg geben. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich wirklich für das rege Interesse in den letzten 5 Handelstagen, die wir hier morgens gemeinsam zusammen verbracht haben. Vielleicht macht der Mike ja noch irgendwann mal Urlaub, vielleicht habe ich noch mal die Chance, euch ein paar Dinge hier zu zeigen. Für den Moment war es das erstmal. Ab morgen dann wieder die täglichen Handelsideen mit Mike Seidel, so wie gewohnt. Und ja, von meiner Seite wünsche ich euch auf jeden Fall eine super erfolgreiche weitere Handelswoche. Wünsche euch viele, viele profitable Trades und sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, macht's gut.